Sonne, hallöchen und herzlich willkommen hier zur ersten Folge von Surviving Mars Green Planet. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wir haben es doch schon ein paar Mal gespielt, aber ich habe mal wieder Bock auf so eine gepflegte Runde Surviving Mars mit dir. Man sieht schon hier oben, wir spielen mit Russland. Ich habe die Chaos-Theorie eingestellt, heißt, alle Technologien sind wahllos, kreuz und quer durcheinander gewürfelt. Und wir haben eine Schwierigkeit von 435%, wenn unser Koloniestandort hier unten ist, ja. Das ist das Höchste, was ich gefunden habe. Da unten war... Moment, da war 515. Abschüssig. Wollen wir 515 machen? Da haben wir aber nicht viel Platz dann, ne? Nee, wir bleiben mal hier, ja? Wir bleiben mal hier. So, 435%, da waren wir, glaube ich, ne? So, starten das ganze Ding. Wasser, naja. Die folgenden Mods können wegen fehlender oder inkompletität nicht aktiviert werden. Passages, use empty hexes. Okay, alles klar. Wollen wir eh nicht. Kein Problem. So, es sind auch einige Mods installiert. Ob die funktionieren werden, werden wir dann sehen, ne? Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Was soll's? Ja. Welcome to Mars. Genau, willkommen auf dem Mars. Halt die Klappe, kennen wir schon alles. Okay, so sieht das also aus hier. Da oben das ist... Oh, okay. Ich würde ja lieber hier irgendwo landen, ne? Was ist das hier? Das ist eine Orbitalsonde. Okay, weil guck mal, hier ist so viel Platz. Eigentlich geben die einem immer einen guten Platz, aber wir gehen jetzt einfach hier hin. So, guck, da ist auch Beton. Nö, da will ich nicht hin. Hallo? Ich will hier hin. Sektor H6, hier will ich hin. Weil hier ist schön flach. Hier will ich landen. Unerforschter Sektor, das ist mir gerade egal. So. Setzen wir sie mal so. Landen wir hier. Sekunde mal bitte. So. Sehr schön, da landet die Rakete. Also, das Spielprinzip kennen wir ja schon, ne? Einführung brauchen wir, glaube ich, nicht. Wähle einen Sektor aus, der gescannt werden soll, das können wir machen. Keine aktive Forschung, da müssen wir direkt mal gucken. 2% lokal begrenztes Terraforming, ne. Robotik. Ja, Ausgräber. Und schon haben wir kein Problem mehr mit, ja, genau. Mit dem Zeug halt, mit Beton. Also Beton sollten wir dann genug haben. Das ist eigentlich so ein super Projekt, was irgendwo da ganz unten ist. Haben wir Schwein gehabt? Man kann natürlich auch Pech haben und das ist wieder hier ganz unten, ja, oder irgendwo sonst wo. Betankte Extraktoren, okay. Man kann aber auch, ne, jetzt ganz doll Pech haben und irgendeine wichtige Technologie, die wir brauchen für die Nahrung oder fürs Wasser, die ist dann erst hier ganz unten, ja. Kann auch passieren. Kann alles passieren. Das ist halt das Schöne daran. Ich mag das. So, jetzt kommt der Kollege hier hin. Gerücht, Space Y hat beinahe einen Meilenstein abgeschlossen, das ist mir gerade egal. Das hier ist so ein Special-Fahrzeug, ne, ferngesteuerter Bohrer, der kann auch aus tiefsten Tiefen, kann er was rausholen. Müssen wir erstmal gucken, davon haben wir eine, Domes, haben wir einen Gratis-Dom hier irgendwie so. Eine Kuppel schmeißt mich weg. Glaube nicht, ne, oder? Wir haben ja von allem null. Das muss ja irgendwie gehen hier. So. Ich glaube, die brauchen erstmal Ressourcen, ne? 10, 20, wow. Okay. Das heißt, muss ich auch erstmal reinfuchsen. Drohnenhub haben wir hier. Könnten wir hier hinsetzen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier alles erforschen. So, drumrum alles. Dass das hier weitergeht. So, ein nicht funktionierendes Gebäude. Da kommt schon der Meteorit. Hier werden viele Meteoriten einschlagen. Hatte man nicht am Anfang immer einen Dome frei? Wir müssen mal gerade gucken. Oder habe ich das jetzt hier, ja, ausgestellt? Bringe ich ja auch fertig. Oder ich habe es nicht eingestellt, dass wir ihn mitnehmen. Dann ist ganz schnell vorbei. Also Luft haben wir. Treibstoffraffinerie haben wir. Stirling-Generator haben wir. Okay. Mhm. Dann setzen wir das erstmal alles so hier nebeneinander. Der kann dahin. Oder wir mussten erstmal alles sammeln hier, um das Zeug zusammenzukriegen, ne? Verbraucht Wasser und Strom. Okay, können wir auch erstmal hier oben hinsetzen, so. Müssen dann gucken, wie wir das alles gut optimieren und vernünftig hinsetzen. Feuchtigkeitsvaporator, den setze ich jetzt mal hier hinter, so. Sonst noch irgendwas, was wir umsonst bekommen haben hier? Ich sehe gerade nichts. Am Anfang haben wir ja eh noch keine Menschen hier. Die kommen ja erst später. So, wo war jetzt das Lager? Oh, jetzt mal wieder Universallager. Können wir eins hier hinmachen? Sagen wir mal hier hin. So. Muss man erstmal wieder reinkommen.
Dann brauchen wir Strom, auf jeden Fall für den Anfang. Das ist das Stromkabel. Und hier da hoch. Und hier dahin. So, sollte passen. Ihr könnt da flitzen. Jetzt können wir das ruhig schnell machen am Anfang. So, sehr schön. Wir haben hier schon Nahrung, obwohl wir noch keine Leute hier haben. Oder was ist das? Ah ne, das sind unsere Froschteile, ne? Wie ich sie immer nenne. So, das heißt, wir haben das. Was brauchen wir für den Dom? Ja, alles klar. Macht nichts. Ja, wir haben keine Batterie, ne? Genau. Batterie am Anfang 2-2. Können wir drehen, hier hinsetzen. Die muss natürlich nachts... Oh, die bauen das von alleine ab hier. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir haben keinen Erkunder, nichts hier, ne? Okay. Okay. So, was können wir denn schon bauen hier? Ein Windrad, ein Solarkollektor, der braucht Eisen, den haben wir aber noch nicht. Das heißt, wir könnten erstmal... Wie viel haben wir? 2,7 Milliarden. Die Rakete ist noch nicht betankt, ne? Nein. Weil kein Wasser. Der hier. Kein Wasser. Muss mit einem Wasserverbraucher verbunden werden. Ah, alles klar. Alles Chlor. Sollte man auch dran denken. Rohre von hier nach hier. So. Sehr schön, warum? Hallo, mach mal auf hier. So. Der braucht Beton und Dingens. Das heißt, wir müssen hier eine Beton... ich weiß nicht, Boomenskirchens hinmachen, ne? Betonfabrik. Es gibt eine Betonfabrik. Produziert Beton, benötigt kein Vorkommen, verbraucht Treibstoff, alle Extraktoren verschmutzen Gebäude. Okay, dann nehmen wir erstmal die ganz normale. So, wenn ich sie denn dann finde. Große Ausgrabung, bauen wir neue Vorkommen sofort ab. Zusätzliche Ressourcen in allen neuen Vorkommen. Extraktion aus der Tief und das hier machen wir mal direkt, ne? Das machen wir mal direkt hier. Milestone achieved. Wunderbar. Wunderbar. Das wollte ich. Also, jetzt haben wir direkt die Extraktion aus der Tiefe komplett. Öffnen des Baumenüs. Mit rechts und B öffnen kannst, okay. Also das war jetzt natürlich ein echter Glücksgriff, dass wir sowas direkt bekommen, ne? Muss ich mal sagen. So, wo ist der blöde Metallextraktor? Betonfabrik, Betonextraktor. Hier ist er doch. So, und jetzt mal drehen. Wie viel kriegen wir hier raus? 3000. Ja, dann machen wir so. 3000 sollte da rauskommen. Der braucht wieder Metall und mechanische Teile. Metall haben wir auch nicht so viel, ne? Ich meine, wir haben hier jetzt natürlich noch nichts, aber gar nichts gefunden. 99%. Der ist jetzt gleich fertig. Dann können wir direkt den anderen nehmen. Wir müssten auch unbedingt mal ein paar Sensortürme bauen, dass das schneller geht. Da unten! Unerforscht und unerforscht. Haha. Natürlich, am Arsch der Welt. Das war wieder klar. So, Strom. Kabel, Kabel, Kabel. Von hier nach hier. So, und hier hoch. So, könnt ihr gerade bauen. Meilenstein erreicht, finde Wasser auf dem Mars. Okay, kannst du wegmachen. So, jetzt kann der hier rumrubbeln und Beton extrahieren. Weil dafür brauchen wir auch Beton, dass wir endlich mal die Batterie fertig kriegen. So, warum schon wieder Russland? Weil mit Russland und Japan, glaube ich, diese beiden Nationen, damit ist es am schwersten, am schwierigsten. Schwersten. Schon bescheuert. Und ja, beide hatten wir schon, also habe ich mich wieder für Russland entschieden. Weil mir halt dieses Fahrzeug hier, was nur Russland hat, irgendwie besser vorkam als die etwas schnelleren Drohnen, die Japan später hat. So, wo sind sie hier? Da ist ein Sensorturm. Können wir auch mal einen hinsetzen, so. Gucken wir mal. Batterie wird gebaut, ist gebaut, wird aufgeladen. Das ist sehr gut. Sektor scanned. Sektor scanned. Und schon haben wir da Metall. Nice. Nice. Ach. Ja, da oben ist Scan, ich Idiot. So. Das heißt... Das können wir später alles noch platt machen hier. Oh, wir können hier so eine gigantische Stadt hinbauen. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich echt. Ich liebe ja solche Spiele. Übrigens, die anderen Spiele, die wir im Infovideo alle aufgeschrieben hatten, ja. Habt Geduld, ja. Habt Geduld. Ich kann nicht alles auf einmal machen, ne.
Aber ich werde mir Mühe geben, alles, was da reingeschrieben wurde, mal so nach und nach zu machen. So, dass das alles hier wieder auf dem Kanal ist. Und wir einfach Spaß zusammen haben. Das ist die Hauptsache. So. Und ein kleines bisschen in Eigenwerbung. Wer bis hierhin geschaut hat, ja, der kann ja mal, ohne es tun zu müssen, Hashtag Mitglied werden in die Kommentare schreiben, ja. Würde mich mal interessieren, wer bis hierhin geschaut hat. Denn du kannst ja bei mir hier auf dem Kanal auch Mitglied werden. Auf dem Handy, auf dem PC. Man sieht es direkt, ne? Dieser fette blaue Button, Mitglied werden. Was hat das für Vorteile? Du kriegst exklusive Emojis. Wir machen einmal im Monat, wenn wir genug Leute haben, ja. Wenn wir genug Leute haben, einen exklusiven Livestream nur für Mitglieder. Den werde ich dann im Community-Tab posten. Da kann man auch nur für Mitglieder posten, sodass die das nur sehen. Das Ganze geht ab 99 Cent los, ja. Also 99 Cent und du bist dabei. Wenn du möchtest, ja. Musst du selbst entscheiden. Ich wollte es nur mal angemerkt haben, weil viele das einfach nicht wissen und was ist das denn, ne? Das ist halt das Problem. Also ich muss sagen, was diese Sachen angeht, auch mit Nachrichten schicken und so, da hinkt YouTube irgendwie kilometerweit hinterher. Die kriegen es irgendwie nicht auf die Kette, da mal was Vernünftiges, ein vernünftiges System zu installieren, was die Leute auch wirklich benachrichtigt, ja. Aber das hatten wir ja schon alles. Genauso mit den Benachrichtigungen für Videos oder für Livestreams, ne? Du kannst die Glocke aktivieren. Ich möchte alle Benachrichtigungen erhalten. Ja, YouTube schickt dir trotzdem maximal 3 Stück am Tag, weil sie dich nicht belästigen wollen mit Nachrichten. Ne? Sehr geil. Sehr geil. So. Finde ich super. Warum macht man dann sowas? Ne? Aber egal. Wir buddeln jetzt weiter hier. So, da war noch nichts Großes, oder? Da ist eine Anomalie, aber wir haben noch nichts. Das ist das Problem. Ist der hier schon vollgetankt? Nein. 24 von 50. Das ist doof. Das ist echt doof. Wir könnten aber schon mal weiter planen. Eine vernünftige Landeplattform. Die kostet 10. So, können wir die hier hin machen? So. Wir machen sie mal hier hin. Da kommt eine vernünftige Landeplattform hin. So. Ja, da haben wir viel Platz mit dem. Dann kann die Rakete nämlich dahin, beziehungsweise hier kann eine neue landen. Könnten wir schon mal gucken. Ob wir verfügbare Raketen, eine von zwei, Frachtrakete auf jeden Fall. Wir brauchen erstmal auf jeden Fall einen ferngesteuerten Transporter und wir brauchen einen Erkunder. Da sind wir schon fast voll. Wir brauchen noch ein bisschen Polymere, 20. Wir brauchen Beton und so weiter, das ist eigentlich Blödsinn. Wir brauchen ein paar Froschteile, 16 und ich hätte gerne noch, Alter, sind die teuer, nochmal 6 Drohnen. Jetzt haben wir natürlich noch Platz. Was machen wir damit? Orbitalsonden? Was kosten die? 100 Millionen. Machen wir es so. Starten. Blubbeli bubbel, hobbidi hopp. Rein da. Schon haben wir kein Geld mehr. Das ist halt hier am Anfang, ne? Aber gleich haben wir schon hier den Betonextraktor fertig. Das ist super. Auch wenn wir Beton im Moment nicht wirklich brauchen. Erst später. So, Sektor gescannt. 23. Eisenerz wieder. Ja, Metall, ne? Eisenerz, ich bin auch schon bescheuert. So. Das haben wir. Können wir vielleicht noch einen zweiten bauen hier? Einen Sensorturm? Ich weiß gar nicht, brauchen die gerade Strom? Ja, die brauchen Strom hier, ne? Mhm. Oder, ne, wir hatten doch eine Forschung. Wir hatten doch eine Forschung. Wubbel, wubbel, hebbel. So, warum kann ich jetzt hier nicht hier drauf? Forschung ist hier. Wir hatten noch hier, guck, da ist es schon, Metallextraktion aus der Tiefe. Können wir instant erforschen, betankte Extraktoren. Hier oben hatten wir auch irgendwo, hier. Brauchen keinen Strom mehr und müssen nicht gewartet werden. Okay, dann geht das ja. Dann bauen wir noch einen oder zwei. Kostet nicht so viel. Bam, bam. Mach mal. Groß ausgelegte Ausgrabung abgeschlossen, das ist super. Was kommt hier als nächstes? Die ferngesteuerten Kommandeure starten mit 4 zusätzlichen Drohnen. Das ist auch gut. Was ist das hier? Verhaltensforschung. Können wir auch mal direkt machen. Das ist auch nice. Lass mal das mal so der Reihe nach. Was? Staubsturm schon? Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Dann funktioniert wieder nichts mehr. Wir haben ein Glück hier. Wir haben ein Glück. Das und das und hier und da und dort. Die Forschungsdinger hier, die lassen wir wieder erstmal liegen, bis wir eine Technologie haben, wo wir das haben wollen, ja? So. Wo ist die Rakete? Rakete unterwegs?
Sollte sie ja 29% hier. Alles klar. Sector scanned. Anomaly found. Oho, ich glaube nicht, dass wir das schaffen, bevor der Staubsturm da ist. Da unten ist schon was. Heißt, der kann hier jetzt extrahieren gehen. Das ist nämlich das Geile mit diesem Fahrzeug. Der kann das. Normalerweise müssten wir uns jetzt hier hinbauen und hier so einen Metallextraktor hinbauen, ne? Aber der kann das mobil. Der bohrt jetzt hier und holt das Metall raus. Und dann geht's los. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Nice. So, 42%, 1 Sol 18 Stunden. 37 von 50. Das geht gleich los. Wir müssen schon mal gucken, wo wir den, wenn wir hier hingehen, könnten wir hier später in der Mitte die Hauptstadt bauen. Rundrum alles Domes. Und ich will echt mal versuchen, die gesamte Map grün zu kriegen. Das will ich wirklich mal versuchen. Mal schauen, was das gibt. Und, wie lange wir dafür brauchen werden. I don't know. Wir werden sehen. Ach schön, ach schön. So. Das läuft. Braucht Wasser. Ja, Strom ist im Plus. Alles andere ist hier auf 0,0. Das passt. 1,1. Ach guck mal, wir hätten noch einen Stirling-Generator und so mitnehmen können. Wir deppen, ey. Das hätten wir gekonnt. Stirling-Generator. Noch ein Vaporator hier für Wasser. Auch wenn wir es im Moment nicht brauchen. Aber egal. Anomaly found. Noch eine Anomalie. Ja, sehr gut. Immer her damit. Jetzt haben wir ja schon drei. Guck mal, wie schnell die jetzt hier scannen. 5, 6, 7. Das ist gut. So kannst du gerne weitermachen. Was ist die Frage? Bringt er das auch weg, wenn das hier voll ist? Krach macht er wie ein großer. Kann man nicht anders sagen. Okay. So. 535% Schwierigkeit. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen, wann wir kaputt sind. Lustig wird es ja sowieso erst, wenn die ersten Kolonisten kommen. Die dann wieder Heimweh haben und abhauen und was weiß ich. So. 5 von 3 Sensortürmen. Aha, Staubsturm in 15 Stunden. 73 Stunden. Jetzt weiß ich nicht, wie lange es dauert, bis die hier sind. Ne? Der könnte noch vorher abhauen. Ah, der kann Edelmetalle einsammeln, aber haben wir natürlich nicht. Wir haben noch keine gefunden. So. Sehr schön, sehr schön. 12 Stunden. Ist er fertig? Nein, 46 von 50. Ah. Wetten wir, das wird ganz, ganz knapp, dass wir das schaffen. Garantiert. Wenn wir es überhaupt schaffen. So. Ah, wir haben auch noch kein Drohnenfahrzeug. Ne? Haben wir auch noch nicht. Müssen wir auch noch holen. Aber wir müssen erstmal Edelmetalle finden und die extrahieren und verkaufen. Da ist der Staubsturm. Das war mir wieder klar. Ein Sol, 4 Stunden. Das geht aber relativ schnell. Dann ist der auch weg. So. Wie sieht's aus hier? Er ist noch dran. Das ist kein Problem. Zwei nicht funktionierende Gebäude. Na gut, die funktionieren halt im Staubsturm nicht, ne? Der Stirling-Generator schon. Aber der wird halt ziemlich schnell dreckig. Da müssen wir zusehen, dass wir auch ganz schnell eine Polymerfabrik hinkriegen. Die kriegen wir aber erst hin. Wo ist die Polymerfabrik hier, ne? Fertigbauteile nutzt eine. Ich glaube, die braucht auch. Ah, das ist schon so lange her. Die braucht auch Arbeiter, ne? Die funktioniert nicht einfach so. Es gibt zwar jede Menge gemoddete Fabriken, die einfach so funktionieren, automatisch. Aber es ist dann ein bisschen langweilig, ne? Oh, da! Edelmetalle! Edelmetalle! Huhu! Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wenn das voll ist hier, sammelt der die ein. So, warten, bis der blöde Sturm weg ist. Aber 16 Stunden geht ja noch. Das ist ja relativ schnell. Wir können hier gerade noch, wo ist es? Eine große Mülldeponie können wir hier hin tun. Frage ist wo, das packen wir mal hier unten hin, so. Da kann die, da können die den Müll wegbringen. Kommen die da noch dran? Ja, kommen sie. Alles klar. Lagerstand niedrig. Wasser. Das ist egal. Brauchen wir im Moment nicht wirklich. So, 11 Stunden. Es wird schon wieder besser. Hier läuft es schon besser. Beziehungsweise hier können wir schon sehr viel mehr bauen am Anfang. Als bei Occupy Mars, ne? Aber auch da werden wir auf jeden Fall weitermachen. Wie ich ja schon gesagt habe in der letzten Demo-Folge. Das hat mich richtig angefixt. Das ist echt geil. Und es ist mal schwer, ja? Man muss aufpassen, was man tut. Bist direkt tot. Habe ich jetzt schon bei einigen anderen auch gesehen, die das zocken.
Atzdifatzdi, einmal was verkehrt gemacht, zu lang gebraucht, tot. Ne? So, und dann ist das Problem in der Demo, man kann nicht speichern. Ne? Man kann da wirklich nicht speichern. Das war auch bei mir das Problem. 3 Folgen, für jede Folge, weil ich die nicht hintereinander aufgenommen habe, jede Folge kannst du von vorne anfangen und das, was du vorher gemacht hast, nochmal machen. Ne? So. Hatte aber auch einen Lerneffekt, denn nach dem 3. Mal weißt du ganz genau, wie alles funktioniert. So, was haben wir jetzt wieder gefunden hier? Da ist was, da oben ist was. Oh, läuft doch schon gut hier, würde ich sagen. Machen wir mal weiter. Immer weiter, immer weiter. Tiefenscannen haben wir ja leider noch nicht, aber das ist nicht schlimm. Wir wollen sowieso direkt wieder zum Mo-Hole hinarbeiten. Ich will immer da oben draufklicken, wir sind noch hier. So, keiner weiß, wo das Mo-Hole ist. 2000. Da ist die Extraktion aus der Tiefe, da ist die Wasserextraktion aus der Tiefe. 3000 geht eigentlich auch relativ fix. Müssen wir nur gucken. So, Sturm vorbei. Sturm sollte vorbei sein. Das heißt, die hier kann abhauen, zur Erde zurückkehren und die kann jetzt endlich mal vernünftig hier drauf landen. Weg damit. So, sehr schön. Jetzt sind die alle kaputt hier. Ja, na super. So, das heißt, die anderen müssen hier die Drohnen reparieren. Dronis, kommt und repariert. Wo fahrt ihr hin? Genau, geht mal die anderen reparieren. Kann ich die alle so jetzt bewegen, interagieren? Reparieren. Aufgeladene Ressource fallen lassen. Ausschlachten, nein. Erneut zuweisen. Sind alle wieder ganz? Erneut zuweisen und zwar hier. So, 16 von 20. Der hier dürfte jetzt 0 Drohnen haben. Ja, 0. Sehr gut. Das gefällt mir, das gefällt mir. Wird schon betankt, das ist auch gut. Da steht was rum. Warum steht da was rum? Das geht immer ja nicht. Die sind direkt am Abbauen hier. So, der kann bewegen, interagieren, ausschlachten, bitte nicht. Ausstehende Aufgaben, 0. Ach, das war der Erkunder, ne? Das heißt, wir können hier mal gucken. So, der kann Autogather on. Das heißt, der kann von alleine sammeln gehen jetzt wieder. Das ist supi. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier unten das Sammeln geht. Stellt ja alles hier hin. Wäre natürlich geil. Aber ich glaube, wenn der jetzt durch die Gegend fährt und alles einsammelt hier, dann haben wir erstmal genug Metall. Das heißt, wir könnten jetzt hier, geh mal hier hin, könnten wir hier die Edelmetalle rausholen. So, dass wir die exportieren können, um ein bisschen Kohle zu bekommen. Das ist im Moment wichtiger als alles andere. Damit wir an Meilenstein... Ah, finde Wasser auf dem Mars, Sol 2, Sol 7... Oh, eine Kuppel. Erster Mensch auf dem Mars. Neugeborene. Produziere Nahrung. Erforsche bahnbrechende Technologie. 40% der Arbeiter sind in Werkstätten. Okay. Ah, das sollte man schon hinkriegen mit der Zeit. Milestone achieved. Echt komplett kaputt hier. Neu zuweisen. Alle neu zuweisen. Ah, nee, die steht nur hier rum. Okay. Scanne eine Anomalie. Until today. The only place we thought you could find Ice-15 outside of a lab. Ice-15. Kurz gesagt, gib 500 Millionen Piepen. Haben wir gerne. Sehr gut. So, wo ist das nächste? Das wollten wir stehen lassen. Da ist was. Gibt es übrigens auch was Automatisches für. Ich glaube, die habe ich jetzt nicht... Habe ich runtergeladen, aber nicht aktiviert. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze wird. Müssen wir schauen. Wäre es voll hier oder was? Lagerraum ist voll, ja. Beton ist voll. Dann könnten wir jetzt eigentlich schon mal... Was braucht die Kuppel? Autarke Kuppel, hier haben wir sie doch. Erforsche Feuchtigkeitsgewinnung, um Feuchtigkeitsvaporatoren zu bauen oder um Fertigbauten von der Erde zu erhalten. Okay. Mach mal zu. Wo ist das? Verhaltensforschung. Auch noch gar nicht. Das heißt, wir müssen... Ah, das ist, weil das... ja. Genau. Specialized Dome Buildings. Das ist, weil wir das hier mit Chaos-Theorie gemacht haben, ne? Deswegen ist das. Okay. Das heißt, wir müssten nur normalen bauen und keine autarke. Standardkuppel, die könnten wir bauen. Braucht natürlich Luft und hast du nicht gesehen, warum können wir eigentlich schon Zylinderkuppeln bauen? Wie viele haben wir denn hier drin? Hier wird ein bisschen was reinpassen. Ich glaube, die Zylinderkuppel ist erstmal besser, ne? Wenn wir die hier so hinsetzen. Wir setzen jetzt mal einen Zylinder hier hin, so. Machen den aber auf ein Ausschalten.
Anomaly analyzed. So, muss noch nicht unbedingt gebaut werden, ja? Wir werden jetzt wieder alle rumwuseln hier, aber wir warten erstmal. Neue Technologien können erforscht werden. Barren environs of the Red Planet than meets the... Zeig mal. Mikrofusion. Ah, hier. Wunder, künstliche Sonne. LOL! Direkt hier unten? Was haben wir bitte für ein Glück? Holy shit! Wir können schon hier ein Fusionskraftwerk bauen. Alles klar. Alter, haben wir Glück. Ist ja unglaublich. Unglaublich. Oh, guck mal, hier ist noch was. Warum fährt der denn dann bis da hinten hin? Dann geh hier vorne hin, geh die extrahieren, weil die sammeln die auch schon von alleine ein. Das ist gut. So, er ist hier. Da unten ist noch was, sammel mal ein. Wir haben echt Glück dafür, dass das 535% ist. Naja. Danke, Chaos-Theorie. Danke. Hätte genauso gut auch andersrum saufen können, dass das alles da ganz unten ist, ne? Im schlimmsten Fall hat man dann die ganzen Supertechnologien, die eigentlich immer hier unten sind, wenn man es normal spielt, ja? Auch alle hier unten und dann die ganzen Sachen, die man braucht, wie Wasser herstellen und Strom und sonst was, direkt hier drunter. Dass die dann Ewigkeiten brauchen und man hier rumkrebst. Dann wird's mehr als zäh. Dann kannst du erstmal stundenlang hier warten, bis überhaupt irgendwas passiert, ne? Aber da, muss ich sagen, haben wir Schwein gehabt. So, wie viel braucht das? 20, 4, 4. Ja, toll, Beton natürlich 0. Wir haben 20. Ach, komm her. Komm, wir lassen ihn bauen. Wir lassen ihn bauen. Dann schauen wir mal, wie das Ganze wird. Er ist hier am Extrahieren. Anomaly analyzed. Das ist gut. Und wieder neue Technologien. Aha, was haben wir hier? Transportoptimierung. Okay. War das das hier? Betanken? Nee, war es nicht. Was ist das denn bitte? Willst du mich verarschen? Omega-Teleskop. Wir haben ja alles hier unten. Das ist die Transportoptimierung. Holy shit. So, jetzt fehlt nur noch das Mohole. Wenn wir das Mohole haben, dann geht's ratzdifatzdi. Dann können wir auch bam, 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 bam alles bauen hier. Ohne Probleme. So, ich hatte mal eine Mod. Ja, ich glaube, das war hier. Wo war das? Der Ausgräber. Guck, der Ausgräber, man muss die einmal erforschen und dann kann man die hier, kann man mehrere machen. Normal kann man diese super Gebäude wie hier den Ausgräber nur einmal bauen. Ja? Mit der Mod kann man die mehrmals bauen. Müssen wir mal gucken, ob wir die wieder benutzen. Für Strom wäre das, glaube ich, ganz interessant. Aber für alles andere, braucht man das nicht unbedingt, würde ich sagen. Ah, guck mal, hier wird schon gebaut. Sehr gut. Sind wir schnell und fleißig. Ich meine, da muss ja noch niemand rein, ne? Kuppeln ohne Lebenserhaltung, ja, kein Wunder, da ist ja auch noch nichts da. 200, das ist jetzt gleich auch wieder erforscht. Strom minus 13, also wir brauchen dringendst was. Ah, guck mal, der wird schon beladen hier. Dann warten wir doch mal, bis der voll ist. Guck, die gehen hier alles holen. Sind zwar nur 355, aber egal. Kann man den irgendwie beschleunigen? Glaube nicht. Und auf Dauer geht einem dieses monotone Klopfen hier auch ganz schön auf den Keks. Aber was soll's? Was soll's? Was soll's? Der ist dreckig wie Sau. Produziert Beton, das ist gut. Research complete. Globale Parameter, Temperatur. Okay. Ah ja, hier oben die. Alles null, ne? Terraforming wollen wir jetzt noch nicht. Mars Treibhaus. Lokal begrenztes Terraforming. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Das Haus auch noch nicht. Angepasste Sonden sind mir gerade egal. Das ist mir egal. Ich weiß, keine aktive Research. Jetzt weiß ich, war das Mohole hier oder hier? Ich meine, das war beim Ingenieurswesen. Machen wir das mal so. Der Reihe nach. So, minus, minus, alles minus hier. Der hat auch noch nicht genug Benzin hier, beziehungsweise Treibstoff. Ja, das wird ein bisschen dauern, würde ich sagen. Das wird ein bisschen dauern. Aber... macht nichts. Dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.